Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir soll es heute einen Foundation-Test geben. Und zwar ist das von NYX eine Dead Matte But Not Flat Foundation. Was verspricht die? Ölfrei und auf Wasserbasis. Ja, so einiges verspricht die. Also ich denke mal, dass sie verspricht, dass sie matt ist, kein Öl enthält. Und wir werden testen. Dazu trage ich mir eine Tagespflege auf. Für mich ist das kein Primer, es ist eigentlich eine Tagespflege für mich. Für die warmen Tage jetzt gewesen, weil es relativ leicht ist. Also es macht eigentlich nichts mit dem Gesicht. Es verändert nicht das Gesicht, es spendet nur ein bisschen Feuchtigkeit. Und deswegen dachte ich, wir haben jetzt gleich 12. Und ich teste die Foundation, denke ich, bis 8, 9 Uhr. Und da muss sie eigentlich für mich funktionieren in der Zeit. Und wenn nicht, fliegt die raus. Ja. Angefeuchtet. Feucht und fröhlich. So, dann kommen wir zu der Foundation. Ich habe hier die Nummer 01 Ivory und die 04. Ja, hier steht auch nichts anderes drauf wie die Inhaltsstoffe. Und das ist eben eine Grundierung und eine... Was ist es? Eine Grundierung? Okay, das ist die 01. Und die 04 daneben. Ich sehe das schon aus der Verpackung. Also ich bin so eher die 04 als die 01. Ja. 01 und 04. Ich könnte die ja mal... Also ich hoffe, ihr erkennt das. 04 und die 01. Wenn man sie natürlich mischt, ziemlich weißlich. Also 01 werde ich nicht testen. Denke ich mal. Ich werde die 04 testen. Die ist mir einfach zu hell. Ich sehe dann aus wie mal wieder Ghost. Sie kommt relativ pastös und verschiebt sich auch nicht. Also es ist eine Foundation. Ich mag die nicht so, wenn die so pastig sind. Von daher, ich habe mir jetzt einen kleinen Klecks aufgetragen und trage das mir jetzt einfach mit einem Beauty Blender auf. Beauty Schwämmchen. Relativ dünn. Ich glaube, diese Tests sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Da kann man schon mal gucken, ach nee, die Foundation ist jetzt nichts für mich. Oder man hat einfach den Drang, auch mal was Neues zu testen. Und sagt, ah ja, okay, ich könnte das ja mal alternativ austesten. Also Gott sei Dank habe ich die 04 genommen. Die 04 passt perfekt vom Hautton. Vielleicht sogar einen Ticken heller als der Rest meines Körpers. Aber das können wir mit Bronzer. Die 01 wäre Ghost. Also die sortiere ich, denke ich, auch mal aus. Das ist nichts. Die geht jetzt weiter. Man sieht, die hat eine mittlere Deckkraft, was mir vollkommen ausreicht. Ich muss nicht komplett zugespachtelt sein. Ich denke, man erkennt den Unterschied ganz gut. Aber so, wie gesagt, ist eine mittlere bis starke sogar Deckkraft. Aber wirkt gerade nicht so, passt, also wirkt nicht auf dem Gesicht, als würde da jetzt so eine ewige Grundlage sein. Also Maskeneffekt hätten wir hier nicht im Moment. Mal gucken, wie das ist, wenn wir es dann abpudern. Ich brauche definitiv noch einen kleinen Klecks. Also im Moment bin ich positiv überrascht, dass die so drauf liegt. Ich lasse sie auch mal setzen, denke ich mal. Vorerst. Sogar Concealer bräuchte man für leichte bis mittlere Augenringe nicht. Also ich finde, es deckt ganz gut auch die Augenringe mit ab. Aber ich schmiere mir trotzdem das Full Face. Die Ränder mache ich immer mit dem Beauty Blender mit dem Hinterteil. Einfach, dass es der Übergang viel, viel schöner ist. Ja. Also ich muss sagen, es gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich kann euch mal das Hautbild zeigen. Die Poren, ja, die sind noch da, aber habe ja nichts dagegen getan. Und das Hautbild, muss ich echt sagen, sieht schön aus. Also es sieht nicht glowy aus, aber es sieht auch nicht todesmatt. Also so, na, wenn ich jetzt Puder drauf mache, dann könnten wir das kaputt machen. So, ich würde aber auch sagen, ich trage jetzt den anderen Schiss direkt. Uff,
wie immer, Puder, dies, jenes. Und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn ich fertig So, ihr bin. Lieben, ich bin auch wieder da. Ich habe alles zusammen mit euch aufgetragen im anderen Video. Und ich muss sagen, diese Foundation ist sehr, sehr matt. Ich habe auch ein Fixierungsspray drüber gegeben. Also es ließ sich alles gut verblenden. Es war so ein bisschen trocken. Also muss ich schon sagen, ich habe ganz, ganz leicht Puder drauf gemacht. Wirklich minimal, könnte man sagen, weil ich einfach nicht so cakey aussehen wollte. Ich bin gespannt, was es im Laufe der Zeit nach 3, 4 Stunden einfach macht, ob ich dann so ein bisschen Öl, also wieder Leben ins Gesicht bekomme, weil das feiere ich dann mehr als dieses komplett matt. Das würde ich halt im Sommer bevorzugen, wobei man im Sommer ja mega schwitzt und dann aus allen Poren kriecht es. Ja, also es macht die Poren nicht schöner. Aber es macht sie auch nicht unbedingt viel, viel größer. Es gibt viel, viel schlimmere Foundations. Es ließ sich wirklich alles gut auftragen. Und ist so eine mittlere Deckkraft. Da ist irgendwie ein bisschen besser. Aber hier. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in 3, 4 Stunden nochmal wieder. So gegen 16 Uhr oder sowas. Jetzt ist es kurz nach 12. Dann haben wir es 4 Stunden getestet und gucken. Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Update. Und zwar ist es jetzt 16.30 Uhr. Wir haben 4,5 Stunden die Foundation drauf. Und ich kann so ein, hier schon mal ein Update geben. Ich habe auf dieser Seite geschlafen. Man sieht eigentlich kaum eine Veränderung, muss ich sagen. Ich hatte heute Mittag eine Hitzewelle. Ich sah so furchtbar aus. Es hat hier geglänzt gehabt, was überhaupt nicht mehr der Fall ist. Es sieht alles gleichmäßig, ebenmäßig aus. Es kriecht hier minimal in meiner Denkfalte. Aber so an sich ist die Foundation, ich würde gar nicht sagen, so todesmatt, wie sie am Anfang war. Das feiere ich ja. Wenn es so ein bisschen Leben wieder bekommt, wisst ihr, wenn so der Eigenfett wieder durchkommt, aber so minimal. Wenn ich ein paar Touch-Ups mache, würde das gehen. Ich muss sagen, die gefällt mir richtig, richtig gut. Am Anfang habe ich gedacht, nee, damit werde ich nicht glücklich. Und auch als ich so geschwitzt habe. Aber jetzt, wo so einige Stunden vorbei sind. Ja, und ich muss sagen, es ist nichts fleckig. Es sieht alles schön ebenmäßig aus. Es hat sich natürlich etwas abgetragen, aber nicht so, dass es in keinster Weise unschön aussieht. Also ich könnte mir richtig vorstellen, dass das eine Alltagsfoundation wird, wenn sie jetzt noch immer noch nach 4, also nochmal 4 oder 6 Stunden sogar aushält, ne? So dass wir bei 10 Stunden wären. Das ist so 10, 12 Stunden ist halt nun mal ein Tag, wo man sich richtet und erst abends dazu kommt, sich abzuschminken. Also ich habe jetzt auch das Kameralicht mal an. Ich hoffe, ihr seht das, dass es überhaupt nicht so arg glänzend ist und gar nicht so todesmatt. Also es sieht echt relativ schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin begeistert. Nach 4,5 Stunden bin ich echt von dieser Foundation begeistert. Könnte echt ein Favorit werden, wenn es so weitergeht. Bis in noch mal ein paar Stunden, ne? Mal gucken, wann wir uns wiedersehen. So, das allerletzte Update. Ich habe es leider nicht früher geschafft. Wir haben mittlerweile 1 Uhr und ich kann sagen, dass ich mega begeistert bin von der Foundation, denn es ist immer noch so, ob ihr das erkennen könnt oder nicht, sieht total verpeilt aus. Es ist immer noch alles so, wie es war, nur ein bisschen natürlich abgetragener. Ich meine, nach so einem Härtetest, was erwartet man da? Ich schwitze eigentlich nur da und ich habe hardcore geschwitzt heute. Ich mag die. Ich werde sie weiterhin testen und dann mein Fazit einfach ziehen. Ich finde sie richtig gut für das. Also sie hält auf jeden Fall, sie ist da, wo sie sein soll und nicht zu wenig und nicht zu viel. Und wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Kann ich euch empfehlen, aber nur für ölige Typen, ne? Also Sommer, da kann ich sie empfehlen. Ich denke, im Winter wird sie nichts für mich sein, aber im Sommer auf jeden Fall für nächstes Jahr dann. Ihr erkennt das, es ist immer noch was da, hier ist ein bisschen abgetragen, hier, aber sonst ist alles noch da und auch auf der Nase, und ich habe meine Nase heute schon geputzt. Bisschen ist von allem noch vorhanden. Jackpot, tolle Foundation.
hat einen Härtetest überstanden über 12 Stunden. Top Produkt.